wenn wir gerade los, müsst hier gerade loslegen und dann kriegst du hier Freude schöner Götterfunken oder sowas an die Ohren gebratzelt, ey. Ja, ja. Sigrids Gedenkspiele. Ja, ja. Alles gut, lass mal laufen. Schick. Alles schick. Moin ihr Lieben, herzlich willkommen. Eine neue Ausgabe von Aurich TV. Und wenn ihr jetzt mal da, also wirklich die Outtakes, dann vielleicht, die hängen wir heute mal für euch hinten dran. Die Outtakes hängen wir hinten dran. Zweite Aufzeichnung jetzt, unser neues Mikrofon hat beim ersten Mal ein bisschen versagt. Ich fange jetzt nochmal ganz neu an. Wir lassen das aber jetzt drin, weil das ist alles authentisch. Moin ihr Lieben, herzlich willkommen. Eine neue Ausgabe von Aurich TV. Heute am Mittwoch, den 2. Juli. Jawohl. Das haben wir schon mal. Ja, ihr seht es, wir stehen in der Auricher Innenstadt auf dem Auricher Marktplatz. Ohne Maske. Ja, unfassbar. Endlich ist es soweit. Das Maskentragegebot ist weg. Und man darf wieder ohne Maske und ohne Test in das Café. Man kann was trinken gehen, man kann wieder ins Restaurant und. Alles wunderbar. Rechtzeitig natürlich auch. Aurich wacht wieder ein bisschen auf. Rechtzeitig natürlich zu Frohen Leichnam. Ihr wisst ja, da ist in NRW Feiertag. Und es ist davon auszugehen, dass wir ein relativ starkes, langes Wochenende hier oben in Ostfriesland haben werden. Und insofern freuen wir uns. Ja, wo ist die Maske noch Pflicht? Sie ist in den Geschäften weiter Pflicht. Da bleibt sie auch Pflicht. Ebenso wie auf dem Auricher Wochenmarkt. Der Auricher Wochenmarkt ist also auch nicht maskenbefreit, weil ganz einfach die Stände so dicht beieinander stehen und die Menschen so dicht gedrängt sind, dass man da sagt, also da muss bitte auch die Maske erstmal weiter getragen werden. Ja, es fängt alles wieder an zu leben. Ihr seht, die Straßencafés, die Eiscafés sind voll. Die Leute können spontan ohne Test hingehen, Eis essen, Kaffee trinken, sich treffen, quatschen. Gott sei Dank, ein Hauch von normalem Leben. Sehr, sehr schön. Es fängt auch wieder an, in der Markthalle zu leben. Die Markthalle öffnet wieder am kommenden Montag. Wenn auch im Moment nur mit Lorenz Becker-Viktobur und Andin Gün mit dem Asia-Wok. Die beiden öffnen also am Montag wieder. Angelo Kanzler folgt dann zum Wochenende. Klar, der muss natürlich erstmal Einkäufe bestellen und erstmal Ware bestellen und er muss natürlich erstmal Personal akquirieren. Das ist ja auch nicht so leicht, weil wenn wir uns mal überlegen, vor 4 Wochen haben wir noch über Lockdown und über sonstige Szenarien gesprochen und jetzt innerhalb von 4 Wochen ist das Ganze im Grunde ins Nichts zusammengebrochen und natürlich ist da keiner richtig darauf vorbereitet, dass es dann so schnell geht und insofern müssen da natürlich erstmal alle möglichen Vorsorgemaßnahmen getroffen werden. Betroffen ist natürlich dann auch in der Markthalle das Testzentrum von Hilde Ubben. Das ist ja hier das innerstädtische Testzentrum, was Hilde Ubben betreibt. Aber es gibt schon eine neue Stationierung für dieses Impfzentrum. Ich habe mit Hilde Ubben vorhin telefoniert. Hilde Ubben geht in den ehemaligen Teddy-Markt am Ende der Osterstraße. Ihr seht es hier im Schnittbild, der ehemalige Teddy-Markt wird das neue Domizil für das innerstädtische Testzentrum, weil Hilde Ubben natürlich auch sagt, es muss ja weiter ein Testzentrum geben. Die Urlauber sind verpflichtet, sich alle 2 Tage testen zu lassen. Es gibt auch genug Bürgerinnen und Bürger, die sagen, wir wollen trotzdem getestet werden, auch wenn die Inzidenzen mittlerweile zwischen 20 und 30 sind. Also insofern bleibt das Testzentrum da geöffnet. Am Samstag zieht sie um von der Markthalle ins Teddy-Gebäude und am Sonntag geht da dann der normale Betrieb des Testzentrums wieder weiter. Was ist noch los? Die MS Stadt Aurich wird schick gemacht. Ihr wisst ja, unser Ausflugsschiff vom Auricher Verkehrsverein hier im Schnittbild, da wird geputzt und gewienert, eingeräumt und so weiter. Da geht jetzt am morgigen Donnerstag um 14 Uhr die erste Fahrt los. 2,5 Stunden, erstmal bis Ilo und dann zurück. Aber bei dem Wetter ganz sicherlich eine sehr schöne Möglichkeit, sich mal für ein paar Stunden zu entspannen und mal ein bisschen wieder auf andere Gedanken zu kommen. Ja, was die anderen Restaurants angeht in Aurich, auch da tut sich was. Man darf ja mittlerweile auch wieder in die Restaurants hinein ohne Schnelltest.
Es werden aber nicht alle öffnen. Das haben wir also heute Morgen auch in einer kurzen Rundfrage festgestellt. Also das Don Aroma beispielsweise macht auf. Ich habe mit Behani Gür gesprochen. Machen natürlich ganz viele andere Lokale auf. Es macht auch die Stadtperle auf, aber es macht nicht die Hafenkiste auf. Ich habe mit Ewald Maas telefoniert und Ewald Maas sagt also, ja, die Stadtperle macht auf. Ich muss natürlich erstmal auch Personal zusammenziehen für die Hafenkiste. Seht ihr hier im Schnittbild, wird das nicht funktionieren. Ganz einfach, während der Pandemie hat also der Chefkoch der Hafenkiste... Na Jungs, Moin. Spaß, wa? Ja, siehst du. Nee, danke. Okay. Ich kann auch ohne reden. In der Hafenkiste ist es also so, dass der Chefkoch während der Pandemie gekündigt hat und der zweite Chefkoch hat letzte Woche einen Motorradunfall gehabt und hat sich beide Handgelenke gebrochen. Das heißt, ohne einen Koch kann ich natürlich kein Restaurant aufmachen. Insofern machen wir gerne, rufen an dieser Stelle nochmal auf, wenn Ewald Maas, also wer als Koch jetzt gerade vielleicht einen guten Job sucht, der soll sich doch einfach mal bei Ewald Maas melden. Also Ewald Maas sucht Leute, die kochen können. Ja, das mal eben jetzt dazu. Das waren also jetzt die kurzen innerstädtischen News. Aber ein kleiner Schmankerl noch zum Abschluss. Ja, der Baum ist weg. Habt ihr mitgekriegt, die Blutbuche ist entfernt worden am Sonnabend. War ganz witzig. Da war keiner da von den Bibas und von den ganzen Baumschützern, als das gefällt wurde. Die kamen danach. Also die kamen dann, als alle weg waren, so um die Ecke, so ganz heimlich und haben dann da den Baumstumpf fotografiert. Ja, was ich witzig finde, es gibt wohl Knatsch darum, dass aus der Politik Stimmen laut werden, die sagen, die Biber muss die Fällung bezahlen. Die hat diesen Baum haben wollen, die haben das Grundstück gekauft für 10.500 Euro. Die müssen auch für die Fällung verantwortlich sein. Und warum soll man die jetzt aus der Verantwortung lassen? Horst Fellermann, der Bürgermeister, hatte ja gesagt, wir übernehmen es als Stadt erstmal, damit es auch vorwärts geht. Aber er wollte halt auch keine große Juristerei und keinen Rechtsstreit. Darum hat er es so gemacht. Aber die Stimmen aus der Politik sagen, also das geht nicht. Das sollen die Biber bezahlen, sehe ich übrigens genauso. Man kann ja nicht immer dann nach der Stadt rufen und sagen, macht ihr mal. Ich meine, es ist schon schlimm genug, dass die Stadt zigtausende Euros reingepulvert hat für angebliche Vitalisierungsspritzen, die auch nur offensichtlich Humbug gewesen sind. Und außerdem ist diese Fällung ja schon zum zweiten Mal bezahlt worden. Man darf ja nicht vergessen, vor 3 Jahren, als es darum ging, dass der Baum entfernt werden sollte, da war ja das Fellunternehmen schon vor Ort. Die wollten ja schon anfangen. Und dann hat Bürgermeister Windhorst ja damals gesagt, nein, nein, wir blasen das alles ab. Wir holen mal nochmal jemanden, der guckt, ob der Baum nicht doch rettbar ist. Das war ja der Anfang dieser unsäglichen Geschichte. Und alleine das hat damals nach unseren Informationen schon um die 7.000 Euro gekostet, die man also damals dafür bezahlt hat, dass ein Fellunternehmen kam, guckte und wieder wegfuhr. Also insofern dürfte das eine der teuersten Baumfällungen der Aurecher Geschichte gewesen sein, mit dem Ergebnis, das wir alle kennen, der Baum ist weg, der war nämlich von Anfang an im Eimer. So ist das nun mal. So. Das war's für heute von dieser Stelle. Ich darf dann meine Sonnenbrille wieder aufsetzen, auch wenn Jürgen immer schimpft. Aber das Wetter ist schön, genießt es einfach auch mal wieder ohne Maske in die Stadt zu gehen. Wir haben neue Technik ausprobiert. Hier, darum haben wir jetzt gerade das zweite Mal gedreht. Beim ersten Mal habe ich hier nämlich den Ton zu hoch gedreht und Jürgen hat dann schon die großen Sorgenfalten. Aber Jürgen ist ja sowieso noch oldschool. Der schleppt ja mit seinem kaputten Koffer immer seinen Rücken, seinen Koffer mit der Riesenkamera, wo ich immer sage, Junge, das kannst du heute auch fast alles mit dem Handy machen. Aber gut, sei es wie es sei. Jürgen wollen wir ja seine alte Technik nicht mitnehmen. Ich bin jetzt ganz froh, dass ich vielleicht mit der Handgurke hier nicht arbeiten muss. Aber ich höre mir den Ton nachher mal ganz genau an. Und wie gesagt, wir wollen natürlich eine möglichst gute Qualität haben. Also wenn das jetzt wirklich nicht so taugt, dann werden wir nächstes Mal wieder die Handgurke zum Einsatz bringen. Jürgen schwört ja sowieso auf Sennheiser. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich habe das jetzt hier mal mit Sony probiert für alle technischen Freaks unter euch, die mich wieder anschreiben und sagen, was habt ihr da für ein Equipment verwendet? Also wir gucken mal Sony gegen Sennheiser, Handgurke gegen Mini-Mikrofon. Mal gucken, was gewonnen hat. Ich denke immer nur rückenschonend und denke immer an meinen armen Kameramann, der hier mit seinem Anhänger durch die Gegend fährt und immer alles transportiert. Ja, in dem Sinne wünsche
wünsche ich euch was. Wir sehen uns sicherlich zum Wochenende nochmal wieder. Mal gucken, was passiert. Ist genug los. Jürgen sagt, ich soll darum aus dem Bild gehen. Das mache ich auch. Ich wünsche euch was. Schönen Tag. Bleibt fit. Lasst euch nicht ärgern. Und übrigens noch einen kleinen Hinweis. Ja, ihr habt recht. Bei unserem Baumfell-Video, das war ziemlich wackelig. Warum? Jürgen hatte das Stativ vergessen. In dem Sinne, bleibt fit. Ciao. Immer auf den kleinen Kameramann. So. So. Das weiße Blatt blendet. Ja, war es das jetzt? Jawohl. So. Oh. Kann ich auch meine Sonnenbrille erstmal wieder aufsetzen. Ja, schön ist es, auf der Welt zu sein. Oh, jetzt geht das noch weiter, du. Ah. Ja, für diese alten Klingelspiele ist der Lockdown auch beendet. Der Motor? Ja, da irgendwas brummelt da. So, Gott sei Dank, jetzt ist es vorbei. Also, auf ein neues.